3 Zitteranfälle in 3 Wochen. Über die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel wird derzeit viel spekuliert. Sie selbst sagt, es gehe ihr gut. Dennoch machen sich viele Sorgen, die Gerüchteküche kocht. Doch wie weit dürfen Medien in ihrer Berichterstattung gehen? Ich glaube, dass sich in dem Umgang mit Angela Merkels Zitteranfängen momentan eine Gnadenlosigkeit in der Mediengesellschaft widerspiegelt. Es ist schon brutal eigentlich, finde ich, wie das Ganze thematisiert wird, ausgeschlachtet wird. Auch andere sehen es so. Friederike Herrmann ist Professorin an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Sie sagt, die Medien gehe die ganze Sache schlicht und einfach nichts an. Nun kann man natürlich anführen, okay, das ist in der Öffentlichkeit sichtbar, dann kann man das kurz thematisieren, aber diese ganze Spekulation darüber, was da los ist, die gehen eigentlich nicht und finde ich medienethisch nicht vertretbar. Die Debatte wirft auch die Frage auf, inwiefern sich die Privatsphäre einer Regierungschefin von normalen Menschen unterscheidet. Hat die Öffentlichkeit ein Recht darauf, über das genaue Krankheitsbild der Kanzlerin informiert zu werden? Deren Privatsphäre ist natürlich noch mal stärker geschützt als die von Angela Merkel. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass sich Medien dann alles erlauben können, nur weil eine Person des öffentlichen Lebens ist. Das sieht auch Herrmann so. Für sie ist die Schlüsselfrage, ob die Gesundheit der Kanzlerin für die Öffentlichkeit Folgen hat. Ja, da wäre zum Beispiel denkbar eine Erkrankung, die die Regierungsgeschäfte in Frage stellt oder auch nur für eine Zeit in Frage stellt. Dann hat, denke ich, die Öffentlichkeit, oder das wäre auch medienethisch und vielleicht sogar medienrechtlich so, dann hat die Öffentlichkeit ein Recht zu erfahren, was los ist. Weil dann sozusagen ja das öffentliche Leben oder die öffentlichen Regierungsgeschäfte betroffen sind.